Und noch ein Koffer. Schlüssel, guck hier. Ah, für den Heisenberg-Schlüssel. Okay. Sehr gut. Hier wird nochmal ordentlich gegönnt. Aber das muss ja jetzt hier der Aufzug sein, oder? Nee, doch nicht. Ich habe überhaupt keine Orientierung mehr hier. Aber wir müssen ja im Prinzip wieder runter jetzt. Sonst können wir den Schlüssel nicht produzieren. Es geht noch weiter. Sieht leider so aus, Ethan. Ich habe auch keinen Bock mehr. Hier wird der Schlüssel benötigt. Genauso wie bei einer anderen Tür irgendwo auf einer anderen Etage. Keine Ahnung. Ah, das ist jetzt der Aufzug. Okay. Ja, gut. Dann schauen wir mal, was die ganzen Kristalle für einen Wert ergeben. Ja, aber wir sollten schon die ganzen alten Waffen verkaufen. Nur die Shotgun noch nicht. Da sind halt noch 6 Schuss drin. Das ist zu wertvoll. Soll ich etwas für dich auswählen? Das wäre nicht so gut, glaube ich. Das große kristalline Herz gibt einiges. Was ist mit dem scheiß Zylinder? Können wir mit dem jetzt endlich mal was anfangen? Oder habe ich was verpasst? Klimpergeld. Also es reicht auf jeden Fall... Ich habe gerade aufgestockt. ...sich die Pistole zu kaufen. Hat halt dann Stärke 200, aber das ist... ...ist auch schon mehr, oder? Vielleicht solltest du erstmal ein wenig ausmisten. Ja, gut. Dann bleibt mir keine andere Wahl. Dann muss ich wirklich als erstes meine normale Pistole verkaufen. ...180 Stärke hat die auf Stufe 3. Ja, komm. Hau mal's weg. Bringt uns 74.000. Ich sollte Zahlen lernen. Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. Ich glaube, ich habe in der Vergangenheit auch zu viele Upgrades gekauft. Weil die sind ja auch alle sehr, sehr teuer. Und das Geld fehlt mir halt jetzt, ne? Boah, es gibt sogar... noch ein Pusher für die Magnum. Oh, Feuerkraft erhöhen einfach mal 50.000. Junge, übertreibt doch nicht so. Mit Vergnügen. Moment bitte. Schönen Tag. Ich habe jetzt einfach das getan, was mir mein Bauchgefühl gesagt hat. Weiß nicht, ob das gut war oder nicht. Egal. Also, wir müssen wieder zurück in die erste Etage, glaube ich. Da kommen wir dann ganz schnell zur Gießerei. Stimmt's? Wo komme ich denn raus? Hier? Wir fahren da jetzt auf einfach mal hin. B4. Also ich könnte ja nicht da chillen, wo du chillst. Aber hey, schöner Teppich. Peppt diesen düsteren Ort ein bisschen auf. Also, wir sind hier. Und hier ist das Kugellabyrinth. Wo war die Gießerei? Dunkel. Wo war die Gießerei? Warum sagt er das jetzt? Warum sagt er das jetzt?
Ich weiß noch nicht mal, ob ich hier richtig bin. Aber dass es dunkel ist, ist neu, oder? Ja! Bin ich hier überhaupt auf dem richtigen Weg? Ach, der Scheißraum, der regt mich so auf. Keine Ahnung, was man da machen muss. Wo ist der Psycho? Ist der oben? Nicht, dass ich ihm jetzt in die Arme laufe. Wo muss ich hin? Hier doch niemals richtig. Aber andererseits, sonst wäre der Typ nicht da. Vorne wieder hoch? Geht das? Alter. Das alles jetzt nur, um dieses Kugellabyrinth spielen zu können, ne? Nee, wobei, stimmt nicht ganz. Den Schlüssel müssen wir auch herstellen. Ist nicht hier jedenfalls richtig, aber nicht alleine. Super. Sind es zwei wieder? Ja, schieß doch, Junge. Ich höre zwei, das ist das Ding. Oh, wow. Jetzt ballert die Shot aber unnormal. Ja doch, da ist noch einer. Da ist noch einer. Beeil dich, Ethan. Schnell. Erst den Schlüssel. Das ist das Wichtigste. Och, komm schon. Läuft. Oh yeah. Mensch, das Ding ist aber langsam. Also, Heisenberg-Schlüssel und die Kugel. Ich hoffe, ich habe jetzt hier meine Ruhe. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich den Weg gefunden habe. Haben wir noch was? Weiß schon gar nicht mehr. Gönnt mir mal kurz die paar Sekunden. Nee, haben wir nicht. Heißt aber auch, dass ich den Gegenstand nicht gefunden habe, den ich fürs Kombinieren dieses Scheißteils hier brauche, ne? Oder noch bekomme, aber es sieht ehrlich gesagt nicht danach aus. Ja, dann den gleichen schönen Weg wieder zurück. Wo ja noch ein Bohrer-Freak auf mich wartet. Das ist er aber nicht! Das ist ein Supersoldat! Mit dem lege ich mich nicht an. Nein. Nein, 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 aber ich muss dahin. Ich muss dahin. Glaube ich. Was ist das Ding? Ich kann ihn hier aber austricksen, glaube ich. Kann man den überhaupt besiegen? Ich glaube, das. Ich glaube, das ist der Spaß. Der unzerstörbar sein soll. Also den du mit deinen Waffen nicht verletzen kannst. Ja, ich bin hier nicht unbedingt richtig, aber ich kann den Aufzug rufen. Das ist okay. Ja, höchst erfreut. Aber gerne. Jo. Schreibt mal in die Kommentare, ob man den besiegen kann oder nicht.
Bestimmt geht's irgendwie, aber ich trau mich nicht. Ich kaufe das, weil du es bist. Nur, dass du es weißt. Das können wir noch für ein Upgrade machen, für 20k. Ist da überhaupt was drin? Nee, ne? Doch, Nachladegeschwindigkeit bei der Schrotflinte. Ja, gut. Moment, bitte. Danke für deine Treue. Wo war eigentlich diese eine Tür mit dem Pferdekopf? Warum habe ich da eigentlich nicht vorher schon drauf geschaut? Jetzt bin ich wahrscheinlich übelst dran vorbeigelatscht, ne? Ich meine nicht die obere, ich meine die untere. Hier, die da. Ist das jetzt wirklich bei der Gießerei? Operationssaal. Wobei, nee, da ist eine Mauer. Locker brauche ich 5 Stunden, bis ich das gefunden habe. Lass uns erstmal das Kugellabyrinth machen. Das war... hier. Eisernes Pferd. Oh, ich will schon noch zu der Tür hin. Ist halt garantiert ein Bonusraum. Mit nicem Stuff. Ach komm, ernsthaft? Ich bin gedanklich schon woanders. Komm, komm. Nein, nicht da rein. Oh, diese gottverdammte Fabrik, Alter. Nach vorne. Das Ding ist halt, ich verändere auch die Kamera, wenn ich eine bessere Sicht haben möchte. Och, Mensch. Neigen ist halt automatisch auch Kamera verändern. Warum jetzt? Dritter Versuch muss sein. Der lächerlich langsam. Boah, oida. Hier, ich konnte zum Beispiel nicht wissen, dass es jetzt da vorne weitergeht. Woher denn? Ja, schnell, 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 schnell. Gut. Drehen. Hier rein, ja, komm. Okay. Bernsteinschädel. Sehr krass. Pferdekopftür. Sollen wir da nochmal reinsteppen oder was? So, bin wieder hier. Es ist nichts passiert. Ihr habt nichts verpasst. Ich schneide euch aber den unnötigen Weg raus. Damit ihr nicht explodiert. Also noch mehr als ohnehin schon. Ich habe das Gefühl, hier ist aber noch ein Brutalo in der Nähe. Die Tür ist literally um die Ecke. Und der Brutalo auch! Oder? Ja, ich höre ihn. Oder kommt das von innen? Kommt das von innen? Warum bin ich hergekommen? Oh boy. Lol. Moin, Servus, moin. Ah, du bist ein bisschen zu schnell. Lass dir Zeit, Diggi. Lass dir Zeit. Oh fuck, der Mega Freak kommt! Der Mega Freak! Hinter mir! Oh, super. Mach den scheiß Koffer auf. Oh, das ist für das scheiß Item. Oh mein Gott, ich bin tot. Ich bin tot. Loote, 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 verpiss dich.
Blute, der Freak ist da, der Freak! Oh, der Freak ist neben mir! Hab ich in dem Scheißraum alles? Nee, ne? Heisenbergs Unterkunft. Da ist auch noch die Dietrich-Schublade. What? Ey, der Typ ist so unglaublich bedrohlich. Lauf, Bruder! Schnell! Warum leben die denn noch? Ich hab keine Zeit mit euch Motherfuckern hier abzuhängen. Was ist hier noch, verdammt nochmal? Okay, der Scheiß. Ich muss hier dringend raus. Ich hab alles. Er kommt. Ich bin unten, was aber nicht so geil ist. Oh nein, Bruder, das war einfach nur ein Ultra-Fail. Jetzt darf ich den ganzen Weg nochmal gehen. Fuck! Okay, bin wieder in der Gießerei. Hier einmal. Oder habe ich eh nur einen, Dietrich? Ich bin gerade nicht ganz im Bilde. Ich habe nur einen, oder? Ja, ich habe nur einen. Aber es gibt, soweit ich das sehen kann, zwei... ja. Es gibt zwei Dietrich-Schubladen. Naja, dann entscheiden wir uns halt für eine. Naja, gut. Dann gehe ich jetzt denselben Weg wieder zurück, wie ich ihn gekommen bin. Da dürfte mir niemand begegnen. Wir hier schon? Nein. Ich bin tatsächlich jetzt genau bei der Schublade in diesen Raum hier gestolpert. Weil ich den Rückweg nicht gefunden habe. Ist aber ganz gut, weil wir können da jetzt rein. Weil die Tasten ja jetzt inzwischen funktionieren. Bin mir aber nicht sicher, ob hier nicht plötzlich einer wach wird. Ja, war klar. Aber du bist doch keine Bedrohung mehr. Okay, doch. Ich glaube, die sind jetzt auch zu zweit am Start. Die sind zu zweit am Start jetzt wieder mal. Weiß aber nicht, ob der brutale oder... Ja. Hier ist eine Sackgasse. Geil. Fühl ich. Ja, ich bin tot. Operationsprotokoll Wiederbelebung. Mein... Achtung, das ist nicht. Es ist Oscar. Drei Jungen, 20 Jahre alt. Sie bekommen in einem Kampf. Körper in gutem Zustand. Oh! Sprich schneller! Okay, dann haben wir auch diesen... Sorry, ich kann euch den Dialog nicht ganz zeigen. Oder? Nee. Ach, das ist doch die Hölle! Macht doch auch keinen Spaß so, wenn du nicht mal das Tonband abhören kannst. Ja, ich ziehe es vor, jetzt einmal abzudüsen. Und zwar zu der anderen Kiste.
Und dann verpisse ich mich komplett und wir sehen uns wieder bei dem Verkäufer. Aber wirklich unnormaler Trigger. Warum müssen die denn in den Raum da reinkommen können? Zumindest der große. Das hätte man sich auch sparen können, ganz ehrlich. Magnum Money, okay, geil. Vielleicht kann die den sogar umlegen, aber... Ich sehe halt keine Schwachstelle, weißt du? Ich sehe halt wirklich keine Schwachstelle bei dem. Wo ist denn jetzt der Rückweg? Oder kann ich jetzt doch noch schnell... Ach komm, ich habe keine Ahnung, wo ich bin und was hier passiert. Ich glaube aber unten muss ich lang, ja. Wo ist die Notiz? Diese Sprachmemo. War das überhaupt hier? Nein? Ach, leck mich. Absolutes Chaos. Absolutes Chaos. Ja, doch, das ist der Rückweg, glaube ich. Nein, jetzt bin ich wieder hier. Ich glaube, ich bin komplett. Nochmal bitte. Operationsprotokoll Wiederbelebung. Das ist mein 18. Versuch. Ja, das ist mein 18. Versuch zu verschwinden auch. Oscar Stalljunge, 20 Jahre alt. Viel betrunken in einen Brunnen. Körper in gutem Zustand. Brustkorb geöffnet. Entferne Herz- und lebenswichtige Organe. Implantiere Kontrollgerät. Ausgezeichnet. Kado haftet sich an das Nervensystem an. Schnellere Verarbeitung als zuvor. Es war offensichtlich genau das Richtige, den Meta-Albumin-Anteil im synthetischen Blut zu erhöhen. Leite jetzt Strom durch den Hirnstamm. Spannung 6600 Volt. Na ja. Protokoll Ende. Halleluja! Oh Gott, wie schneide ich das? Gosh. Ich weiß noch nicht, wie ich das schneiden werde. Aber seid froh, dass ihr nicht die Rohfassung zu sehen bekommt. Willkommen. Heilige Scheiße. Oho, was bringst du mir denn da Schönes? Komm zu mir, wenn du wieder etwas von Wert findest. Ja, ich geb dir gleich noch was, warte. Hier, schau mal. Was ganz Tolles. Heisenbergs Hammer. Ui. Du willst dich nur umsehen, tu dir keinen Zwang an. 45.000 dafür, nice. So, was ich auf jeden Fall kaufen muss, ist Medizin. Gerne. Noch etwas? Und für die letzten 89.000... Ja, komm, ballern wir die Schrot auf Stufe 3. Was soll's, komm. Diese Hände sind geschickter, als sie vielleicht aussehen. Und einmal Flintenmuni. Was, ein Schuss kostet ein Tau hier, oder was? Ja, moin, Bruder. Vielen Dank für deinen Einkauf.
Danke für deine Treue. Oh mein Gott. Dann kommt jetzt vermutlich der Fight gegen Heisenberg. Bin ich bereit? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Aber was muss, das muss. Wird ein Spaß. So viel kann ich garantieren. Bist echt eine harte Nuss. Aber genug geplaudert. Zeit für deinen Abgang. Du kannst es hören, oder? Jemand wartet auf dich. Bitte was? Ach so, der Propeller-Heini. Save der Propeller-Heini. Ja. Klar. Wobei der andere, der drunter runterläuft, doch viel schlimmer ist. Eigentlich. Oder? Ich weiß ja nicht. Vielleicht war es auch dumm, ihn nicht angegriffen zu haben. Aber ich habe keine Schwachstelle gesehen und deswegen habe ich es direkt gelassen. Prototyp Modell Sturm. Habe eine billige Propellerturbine verbaut, aber möglicherweise den Reaktor-Output zu hoch eingestellt. Denn Modell stürmt fortwährend vorwärts und ist unmöglich zu kontrollieren. Von vorne durch nichts zu beschädigen, allerdings hat der Depp es fertiggebracht, sich am Propeller seine eigenen Arme abzusägen. Außerdem Überhitzung bei zu langer Laufzeit. Na, das Gefühl hatte ich aber nicht. Fazit auf ganzer Linie, ein Misserfolg. Aber gut, dann nehmen wir das als Tipp mal mit. Als er hinter mir her war, ganz am Anfang, hat er auf jeden Fall seine Sache noch ganz gut gemacht. Und es muss ja auch einen Grund haben, dass Heisenberg den jetzt so ankündigt. Ne, im Dokument. Verdammt nochmal, ich hab keine Zeit für diesen Scheiß. Hä? Hä? Ist das hier schon die Battle Station? Ach du Scheiße. Junge. Also das Ding werden wir auf jeden Fall brauchen. Überhitzen, sagt er. Ja, lassen wir ihn doch erstmal laufen. Lassen wir ihn doch erstmal laufen und alles schön kaputt machen hier. Wo bist du? Da. Also es sieht jetzt nicht so aus, als würde er das spüren. Ach so. Hinten rein, okay. Okay. Mach mal die ganzen Wände kaputt. Wäre mir ganz lieb. Ja, macht mir das richtig gerade? Ich habe nicht das Gefühl, dass er irgendwie Damage bekommt. Ah, eine Mine legen ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Ja, aber der soll jetzt hier erstmal den Weg frei machen. Vielleicht bin ich auch so langsam einfach. Erstmal so weiter. Erstmal so weiter. Ja, okay. Oh, die Überhitzung tritt ein. Und jetzt? Was? Das Glurak der Moderne. Oh, stimmt. Ich bin ja mit einem Hit tot. Vielleicht sollte ich mich erstmal heilen.
Inventar ist voll. Ja, geil, fühle ich. Nicht. Aua. Heizen wir ihm einfach noch mehr ein. Oh. Aber es muss weiterhin von hinten sein, oder? Glaube ich. Ach, kein Plan, ich baller rein, Alter. Was ein kranker Scheiß! Mine, 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 Mine. Wir haben genug Minen. So, und dann vielleicht mit der Schotti. Er ist daneben gelaufen. Zweimal. Digga, ich platz hier gleich. Ich platz hier gleich. Ist das Wahnsinn. Ja, geil. Geil, 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 geil. Ich brenne, ich brenne, ich brenne. Ich schmeiß einfach überall Minen hin, ganz ehrlich. Fuck. Halt dich, Ethan. Er ist nochmal am Überhitzen. Blendgranaten bringen bei dem ja auch nichts, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Aber ich pack mal die Magnum aus. Komm her, du Arschloch. Hier ist auch noch irgendwo eine Mine hinter mir. Oder vor mir, kein Plan. Schöner Treffer, schöner Treffer. Ist er down? Nee, wäre auch zu geil gewesen. Bis nie wieder. Ach doch! Das ist halt wirklich ein Glurak aus der 12. Pokémon-Generation. Komplexes Herz. Heisenberg, es reicht! Es reicht!